Hello, viewers. My name is Boris Stöckermann, and I welcome you to the latest edition of ZENNER News. In our first clip today, we present an innovative smart city project. In Bernau, in Brandenburg, the public utility company has equipped three neighborhoods with smart measurement technology and sensors. But see for yourself. Digitalisierung und Klimaschutz sind die zentralen Punkte auf der politischen Agenda. Viele Städte und Gemeinden haben die Herausforderung angenommen und durchlaufen den Wandelprozess zur Smart City. Ein Vorreiter ist die Stadt Bernau bei Berlin. Hier haben die Stadtwerke gleich drei Quartiere mit smarter Messtechnik und Sensorik auf Basis von LoRaWAN ausgestattet. Darunter das eigene Firmengelände. Wir haben hier in unserem Quartier, was sind Verwaltungsgebäude, mehrere Meisterbereiche, Fahrzeughallen, Außenbereiche umfasst und ein neues modernes Parkhaus, zusätzlich auch ein Solarcarport, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit LoRaWAN umgesetzt, unter anderem Smart Parking, Bodensensoren erfassen den Zustand, ist der Parkplatz, ist die Parkfläche frei oder besetzt, beziehungsweise messen auch genau die Parkzeit. In unserem neu gestalteten Kundenzentrum messen wir zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Helligkeit, aber auch den CO2-Gehalt. Werden dort Grenzwerte überschritten, erhalten die Mitarbeiterinnen einen entsprechenden Hinweis zu lüften und das schafft eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Weitere LoRaWAN-Anwendungsfälle haben wir ganz in der Nähe in unserem alten Gaswerk realisiert. Das alte Gaswerk in Bernau wird heute sowohl gewerblich als auch als Wohnquartier genutzt. Neben einem Wohn- und Bürogebäude gibt es hier auch einen alten Gaskessel als technisches Denkmal. Gleichzeitig ist der alte Gaskessel geradezu ideal zur Montage eines LoRaWAN-Gateways. Es ist für uns ein ideales Umfeld, mit LoRaWAN-Submetering in Wohn- und Gewerbeeinheiten umzusetzen. Wir testen darüber hinaus weitere Use Cases wie die Zugangsberechtigung, Beleuchtung oder die Zustandsüberwachung einer Trafostation. Hier in Bernau zeigt sich die Flexibilität und die ganze Anwendungsvielfalt von LoRaWAN. Ob Submetering oder Smart Parking, die Daten werden immer sicher in die Systeme der Stadtwerke Bernau übertragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um gewerbliche Areale handelt oder um private Wohnquartiere, wie beispielsweise im Waldquartier. Wie nachhaltiges Wohnen und Leben heute und in Zukunft aussehen kann, zeigt das Beispiel des Waldquartiers Friedenstal in Bernau. Das Waldquartier wird derzeit von der Firma Eret und Klein als modernes Wohnquartier entwickelt. In der ersten Bauphase sind bereits vier Gebäude mit insgesamt 223 modernen Wohneinheiten entstanden. Die Wohnungen wurden mit Wärmezählern, Wasserzählern sowie Rauchwarnmeldern ausgestattet, die eine Fernauslesung im Submetering mit LoRaWAN ermöglichen. Im Waldquartier Friedenstal entsteht quasi eine eigene Smart City, indem wir weitere Anwendungsfälle gemeinsam mit dem Investor und unserem Dienstleister ZENNER in den kommenden Jahren auf den Weg bringen wollen. Das ist unser aktiver Beitrag, die Vorzüge der Digitalisierung und das gesamte Leistungsspektrum zu nutzen, auch im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Stadtwerke Bernau machen es vor. Wer die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt, kann mit dem Internet der Dinge heute schon die Zukunft aktiv mitgestalten. Ganz einfach. Mit IoT von ZENNER. My studio guest today is Jan-Philipp Exner, PhD in Urban Planning and Senior Project Engineer Smart City at ZENNER. Jan, the project in Bernau shows how diverse the possible applications of smart technologies are. How do smart cities keep track of this? Indeed. The smart city sector is already very diverse and new solutions are being developed all the time. To help our over 150 customers, we have developed a smart city dashboard. With this dashboard, municipal utilities and communities can not only display their data, but much more. Nowadays, citizens want to know how their city is functioning. How is the traffic situation? How good is the air in the neighborhood? Those are, for instance, typical questions to which the dashboard can provide an answer. This transparency also creates acceptance for sustainable urban projects. For example, when you realize that a traffic calming measure now leads to less emissions and less pollution.
What kind of information such a dashboard presents, for whom it is made accessible, it can be designed by purpose. It can be for the city itself or just locally for the quarter. So it's a real neighborhood solution. Yes, most smart city projects actually start at a neighborhood level. Here, solutions can be tested at a small scale. If they are successful, they can be scaled up and thus develop the smart city step by step. And with that, the number of applications on the dashboards grows, right? That's right. If new sensors, gateways, and use cases are being implemented, they all can be visualized at the dashboard. Often our customers, they just start with a single use case and they gradually expand their smart city ecosystem step by step. For this purpose, I can create thematic priorities and subpages, for instance, to see all river heights in the city or how empty the parking spots are on a map. It's all about maximum flexibility. The dashboard gets its data from the IoT platform, and from there it can be theoretically routed out to another urban platform. Thank you, Jan, for the introduction of the Smart City Dashboard. In our next clip, you are the protagonist as well. So what is it all about? That's right. This is the ieMETaS project, and we are working on the requirements of charging electric vehicles in the interconnected traffic system of a smart city. Wow. So let's have a look. Mit der zunehmenden Verbreitung der Elektromobilität wächst auch die Ladeinfrastruktur. Insgesamt 30.000 E-Ladepunkte gibt es bereits in Deutschland. Um Ladeinfrastruktur zukunftsfähig zu machen, wurde das Projekt ieMETaS ins Leben gerufen. ieMETaS ist sozusagen der Parkplatz der Zukunft mit allen dazugehörigen Komponenten. Die Kommunikationsinfrastruktur, die Vernetzung auch in die klassischen netztechnischen Infrastrukturen und die Vernetzung auch in die verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und generell die Vernetzung auch in den städtischen Körper. Bei ieMETaS geht es im Wesentlichen darum, dass wir das Themenfeld Energiewende, mehr regenerative Energien auf den Niederspannungsnetzen in Kombination mit dem Feld der Elektromobilität zusammenbringen wollen und uns darüber Gedanken gemacht haben, wie muss denn in Zukunft der intelligente Parkplatz der Zukunft aussehen, welche Vernetzungskomponenten müssen dort sein und wie kann man auch eine entsprechende Infrastruktur, also eine physische und digitale Infrastruktur bereitstellen, um exemplarisch ein solches Konstrukt gemeinsam zu entwickeln. Das machen wir mit Partnern hier aus der Region. ieMETaS führt verschiedene Komponenten zusammen und kombiniert netzdienliches Laden und Steuern mit Smart-Parking-Lösungen. Gerade im Zusammenhang mit der neuen Ladesäulenverordnung ist dies von großer Bedeutung. Um die Stabilität im Stromnetz sicherzustellen, sind intelligente Lösungen gefragt, um Ladesäulen netzdienlich zu steuern. Mit dem CLS-Connector der Aktiva EMT GmbH bieten wir eine Lösung für verschiedene Chargepoint-Operator und können so Ladesäulen zu netzdienlichen CLS-Komponenten machen. Betreiber von Ladesäulen können damit ein Lade- und Lastmanagement mit Anbindung an das Smart Meter Gateway realisieren. Dem Chargepoint Operator wird so der Betrieb der Infrastruktur gemäß aller gesetzlichen Vorgaben ermöglicht. Und ieMETaS bietet noch mehr. Um die Ladeinfrastruktur effizient zu nutzen, wird ebenfalls auf smarte Technik gesetzt. Über mobile Apps können die Nutzer der über 300.000 in Deutschland zugelassenen Elektroautos sich freie Ladesäulen anzeigen lassen. Für die Energiewende in Deutschland hoffe ich einen essentiellen Beitrag. Und zwar versprechen wir uns da Erkenntnisse darüber, wie man Vernetzungsgedanken in Bezug auf die Infrastrukturen bewerkstelligt, die Vernetzung auch der verschiedenen Disziplinen und auch die Vernetzung einfach der relevanten Akteure. Das Projekt ieMETaS zeigt, wie sich mit innovativen Ideen die Zukunft aktiv gestalten lässt und wie Unternehmen auch gemeinsam Lösungen entwickeln können. Electromobility still a hot topic. A topic of a completely different kind, but not less important, is the saving of resources. This can be achieved on a grand scale with smart and precise measurement technology. ZENNER is currently launching the new ultrasonic water meter, IUW. The digitalization of the energy industry presents municipal utilities and water suppliers with the challenge of how to save resources and manage supply networks efficiently.
The RUW ultrasonic bulk water meter was developed to meet these challenges. It combines the highest precision with innovative communication technology and thus enables a wide range of smart applications in water management. The RUW ultrasonic bulk water meter is available in nominal diameters DN50 to DN200. This allows measuring points to be equipped where Voltman vertical, Voltman parallel, or Voltman compound water meters were previously used. With ratio 800, the meter offers maximum precision and detects even the smallest flows. Since the ultrasonic technology does not require any movable parts in the flow sensor, the meter is almost completely free of wear and provides stable measuring results long term. Today, digitalization and smart metering place high demands on the ieMETaS' communication capability. The RUW from ZENNER is equipped with an NFC interface. This enables the connection of communication modules for wireless MBUS, OMS, or LoRaWAN. This means that the meter can also be read at any time from your own smartphone. Thanks to its reliable data transmission, you can use it to implement many smart applications in the drinking water supply, such as monitoring water networks, leakage detection, or reading shaft meters. It's simple, with innovative measuring technology from ZENNER. Contact us today to find out more about the RUW ultrasonic bulk water meter from ZENNER. Dear viewers, that's it for today with the fourth edition of ZENNER News. Jan, thank you for being here today. See you next time and stay healthy.